Moin Leute, hier ist wieder euer Micha und es geht weiter hier bei Benevento Calcio als Torwart. Und wir sehen hier gerade die Nachricht, die Niederlagenserie endet nach 4 Niederlagen. Benevento Calcio hatte nach dem Spiel Folgendes zu sagen. Ehrlich gesagt bin ich einfach nur heilfroh, dass es endlich passiert ist. Jetzt müssen wir nur noch so weitermachen. Und das ist auch unser Motto. Heute wollen wir eine Siegesserie starten. Und dann würde ich sagen, auf geht's, wir sehen uns auf dem Rasen wieder. Anstoß ist gerade gewesen. Wir hüpfen direkt rein ins Spiel und wollen, wie schon gerade eben gesagt, die Siegesserie jetzt starten nach einer Niederlagenserie. Denn sonst steigen wir nicht auf. Und hier ist schon der erste Schuss. Der Torwart mit kleineren Problemen, aber die nicht wirklich zum Problem werden. Und von daher war unsere erste Chance ein Schuss mittig aufs Tor. Und wir hoffen einfach, dass wir dieses Spiel wieder zu Null bleiben. Und mit eurer Hilfe werden wir das ganz schön schaffen. Und hier sehen wir es vielleicht noch gerade. Oh, schade. Im Schuss gehindert. Und ich möchte euch nochmal ganz, ganz herzlich danken für euren Support. Und ja, für alle Daumen, für alle Likes, für alle Kommentare, für alle Abos. Herzlichen Dank. Und für alle, die neu dabei sind, herzlich willkommen. Und dann würde ich sagen, habt jetzt noch eine schöne Folge mit mir hier zusammen. Und ja, ich feiere das Spiel genauso wie ihr. Wir sind jetzt in der Serie B angekommen. Und wir machen nicht nochmal den Fehler, dass wir zu schnell zu viel wollen. Und von daher würde ich sagen, wir sehen uns einfach jetzt gleich. Oh, wir gehen gar nicht weg. Hier kommt ja der Eckball. Moment mal. Den schauen wir uns natürlich an, denn der wird gefährlich. Das habe ich irgendwie im Blut. Nee, oder auch nicht. Ganz egal. Eckball vertan, jetzt ja nicht, oh, wir stehen ja völlig verkehrt, da muss ich mal drauf aufpassen, dass wir nicht allzu weit vorm Tor stehen, und da kommt der Schuss, halt, wo willst du hin, Torwart? Gut, diese Chance ist auch vertan, und dann sehen wir uns, wenn es nächstes Mal heißt, es wird gefährlich, hier, vom Tor, oder wir bleiben gleich dran, ich kann hier gar nicht abschalten, ihr seht schon, jetzt aber ist die Chance geklärt. Wunderschön auf die Außen. Jetzt müsste der Ball in die Mitte kommen. Da kommt er. Da kommt der Kopfball. Schade, schade. Nicht ganz drücken können. Wow. Das Spiel hat's in sich. Halbe Stunde gespielt. Wir haben schon einige Chancen gesehen. Wir greifen an. Da kommt der Schuss. Er geht in Deckung. Dadurch wird das Ganze ganz schön gefährlich. Aber nur die Hinterstange vom Tor wackelt. Die Netzstange. Hier sehen wir es nochmal. Da geht er dann durch. Und schießt und er bückt sich. Und dadurch wäre der Torwart immer hin zu spät gekommen. Und aber leider, leider daneben. Gut 40 Minuten gespielt. Da kommt der lange Ball in den Sturm. Da kommt der Schuss. Da steht es. 1:0 für uns. Wie ich habe es ja gesagt. Wir starten heute und hier mit euch die Siegesserie. Und wollen auch so in die Serie A aufsteigen. Also wir starten die Siegesserie in der Serie B. Alles mit Serie. Das Ganze wird eine Hammerserie. Und wir gehen mit einem 1:0 Vorsprung in die Halbzeit. Der Trainer kann nicht viel meckern. Wir haben keine Chance so wirklich zugelassen. Also wir mussten uns als Torhüter noch nicht auszeichnen. Der Gegner schon eher. Und der musste vor allem schon ein Tor schlucken. Und wir führen 1:0 und das zu Hause. Und ich sehe es gerade, die zwei Wappen. Die Hexe spielt gegen die Teufel. Und die Hexe spielt die Teufel an die Wand. Und von daher, viel Spaß gleich in Halbzeit 2. Der gegnerische Mannschaft, vor allem die gegnerische Mannschaft, kommt gerade in der 50. Minute doch nochmal gefährlich vor das Tor. Aber sie kriegen den Ball nicht geflankt. Und von daher haben sie nicht die absolute Torchance, also noch keinen Schuss aufs Tor. Sondern alles wird vorher geblockt. Aber jetzt vielleicht, jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt kommt er da in der Mitte durch. Oh, 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 oh. Was machen die denn da? Die kommen da gut durch. Da kommt der Gegner und... Nein, wir kommen nicht an den Ball. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. 1:1. Mensch, Mensch, Mensch. Warum können wir diesen Ball einfach nicht mal halten? Wir schauen uns das hier nochmal an. Aber hier, da schläft auch die ganze Abwehr. Guck mal, wie die da rumpassen dürfen. Vor unserem Tor und dann... Ja, und dann ins kurze Eck. Alles klar. Schade, schade. Wir können da nichts mehr dran machen. Hier sehen wir es nochmal. Hier kommt der Pass. Da schläft die ganze Abwehr. Und er kommt einfach aus 6 Metern frei zum Schuss. Klar ist es das kurze Eck. Aber ich muss ja auch erst in das Eck laufen. Ich musste erst mittig vor dem Tor stehen. Denn sonst hätte er ja schon viel früher ins linke Eck geschossen. Somit hat er jetzt ins rechte Eck geschossen. Aber wir waren nicht mehr rechtzeitig da. Und
Ich finde, das war nicht unser Fehler, sondern da hat einfach alles, was pennen konnte, einfach mal die Augen zugehabt. Aber wir sind ja schon im Angriff. Vielleicht jetzt durch diesen Angriff. Oh, er rutscht weg beim Schießen. Schade, es hätte gefährlich werden können. 65. Minute. Es sind also noch gut 25 Minuten zu spielen. Und da hoffen wir einfach mal, dass was klappt. Aber hier sehen wir schon, wieder sehr stark draufgegangen. Wunderbar, die Drehung. Jetzt ist er wieder alleine davor. Passt nochmal zurück. Was macht er? Schön nach vorne passen. Jetzt die Lücke sehen. Schade, schade. Dieser Schuss hätte auch mal belohnt werden dürfen durch ein Tor. Also hier kommt man einfach nicht so leicht durch. Und ja, das ist der Unterschied. Wir müssen aus der Ferne schießen. Und die haben den Ball gechippt auf die 6 Meter und dann reingedonnert. Schade, schade. 70. Minute, 20 Minuten noch zu gehen. Aber ihr seht ja, dieses Spiel ist voller Highlights. Und da kommt der Gegner schon wieder. Er ist wieder einsatzparat. Und können wir gut verteidigen? Nee, er ist immer noch am Ball. Und jetzt spielt er einmal nach hinten. Ich habe die Vermutung, genau, jetzt kommt der Ball. Aber der war zu schlecht. Da stand unsere Abwehr. Und wenn, ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir es schnell machen. Aber da sind schon 6 Spieler hinten von denen. Und jetzt sind wieder 9, 10 Mann in der eigenen Hälfte. Es sind sogar 11 Mann in der eigenen Hälfte, wenn ich mich nicht verzählt habe. Meine Güte. Die wollen da hinten nichts anbrennen lassen. Aber wir kommen hier nochmal. Schön. Ah, jetzt. Ja, der kommt gut. Schade, der Nachschuss nicht drin. Aber da kommt noch ein Nachschuss. Jetzt steht es 2:1 durch Buscac. Er macht das Tor. Wunderbar. 87. Minute. Das dürfte vielleicht sogar schon der Sieg sein. Da waren jetzt einige Chancen innerhalb dieser 2 Minuten, wo wir vor dem Tor waren. Und der letzte Schuss. Dann rein ins Glück. Wir schauen uns das nochmal an. Hier der wunderschöne Pass. Dann hier schön raus. Und der Pass war eigentlich verunglückt, aber dann hier geschossen. Hier der Nachschuss. Und der Torwart lässt ihn in die Mitte klatschen. Großer Fehler, sagt man immer. Wenn als Torwart nicht in die Mitte. Ja, hier der Ball wird abgefälscht. Und dadurch rechnet auch der eigene Mitspieler nicht. Und dann zack, mit dem Bein in die Mitte. Und da steht Buscac. Und der macht das 2:1. Wir führen und hoffentlich bringen wir das jetzt noch über die letzten Minuten. Und der Schiri pfeift das Spiel ab. Wir gewinnen 2:1 und damit können wir wirklich die Siegesserie jetzt wirklich starten. Das ist nämlich schon der 2. Sieg in Folge. Fehlen ja nur noch 3, 4, 5, 6, 7, 8, egal wie viele, Hauptsache Siege. In der Tabelle sehen wir, wir sind Tabellenführer wieder mit 58 Punkten. Wir haben gut aufgeholt und ja, sind jetzt erstmal Tabellenführer, punktgleich, aber wir haben die schlechtere Tordifferenz. Warum sind wir dann Tabellenführer? Versteht ich nicht. Ganz egal, wir haben beide 46 Tore geschossen, wir haben 25 gekriegt. Vielleicht zählt in Italien der direkte Vergleich, ich habe keine Ahnung, aber mir ist es egal, Hauptsache wir stehen auf Platz 1. Wunderschön, dass wir 2 wunderschöne Spiele gemacht haben, aber wir sitzen leider auf der Bank. Wir sollen aber bereit sein, jederzeit eingewechselt zu werden. Schade, schade, wir sitzen nur auf der Bank. Dann überspringen wir das ganze Spiel mal und gucken, was unser Verein so hinkriegt. Ein 4:0, das heißt Sieg Nummer 3. Wow, in Folge. Wir gucken mal, wo ist unser Gegner? 2:2 Crotone und damit sind die schon mal jetzt 2 Punkte hinter uns. Und jetzt gucken wir einfach auf die Tabelle. Ja, wir führen mit 61 Punkten die Tabelle an. Der zweite hat 59 und der dritte hat 57. Also wir müssen ein bisschen auf Bologna und Crotone achten. Delfino und Venezia sind schon zu weit weg, sage ich mal, für uns. Also wir achten jetzt immer auf Bologna FC und FC Crotone. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, aber irgendwie sowas in der Art wird es ja wohl sein. Wir sind aufgestiegen auf eine 75. Wir werden immer stärker. Trainer-Vertrauensniveau, wir sind bei 62%. Deswegen denke ich mal, das nächste Spiel werden wir wieder spielen. Tja, falsch gerechnet. Ich verstehe das nicht. Wir sind mit 62% beim Trainer beliebt oder haben das zu 62% das Vertrauen. Und jetzt müsste er ja rein theoretisch den zweiten Torhüter aufstellen. Das heißt, er hat ja höchstens 38%, rechne ich gerade auch richtig. Ja, 38%.
Da wir noch Torwart Nummer 3 und 4 haben, heißt es ja, er muss auch noch ein paar Prozente abgeben. Sagen wir mal, der ist so bei 35 oder bei 30% und den stellt er jetzt ins Tor. Wir sind mit 62% Vertrauensniveau nicht im Tor. Das darf so nicht weitergehen. Vor allem, weil wir auch jetzt stärker geworden sind. Aber jetzt überspringen wir das Spiel, schauen, was macht unser Team. Unser Team spielt 2-2. Wow. So, Bologna FC gewinnt. Dadurch haben die schon mal aufgeholt. Und wenn jetzt auch noch die anderen, ich weiß gar nicht, wo sind sie denn, auf die spielen 1-1. Damit könnten wir Glück haben und immer noch 2 Punkte im Vormarsch sein. Ja, Bologna hat aufgeholt. Crotone ist auch da. Jetzt sind es aber nur noch 2 Punkte. Aber warum wir nicht spielen, ich habe keine Ahnung. Ich schaue eben nach, wie stark die anderen Torhüter sind. Und jetzt schauen wir uns mal die Stärken an. Wir haben eine 75, Belek hat eine 73, Brignoli hat 70 und Piscitelli hat eine 62. Also wir stehen zwar jetzt für das nächste Spiel im Tor, aber eigentlich müssten wir Stammtorhüter sein. Da dürft ihr mir ruhig recht geben oder schreibt in die Kommentare, warum nicht. Klar, wir haben am Anfang ganz schön gepatzt, aber in letzter Zeit spielen wir eigentlich bärenstark. Und so dürfen wir jetzt auch gegen Brescia Calcio spielen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf dem Rasen wieder. Und da ist auch schon der Anstoß. Ja, Daumen drücken und dann wollen wir hier wieder einen Sieg einfahren, denn unsere Siegesserie ist jetzt ja dahin durch das Unentschieden im letzten Spiel. Aber wir konnten uns trotzdem weiterhin verstärken, was unsere Gesamtstärke angeht. Und hier sind wir schon. Wow, schade, schade. Sehr gut im Spiel drin. Und wenn es so weitergeht, dann doch wieder feiern, oder nicht? Wir kommen über außen. Kriegen wir da was hin? Die Flanke kommt, der Kopfball aber nicht. Und dadurch ist diese Chance schon passé. Aber jetzt heißt es Obacht, denn der Gegner greift an. Und die können das ja auch gut. Na, bleibt im Tor. Na, wow. Doch noch rausgekommen und gesprungen. Ja, ich konnte ihn nicht zurückhalten, deswegen musste ich dann durchrennen und mir den Ball klauen. Eigentlich wollte ich das unserem Abwehrspieler überlassen, aber so geht's ja auch. Und ja, beide Chancen sind dahin. Der Schöne passt in die Spitze. Und da muss der Schuss kommen. Aber den macht er nicht. Dann dieser wunderbare Seitfallzieher Nachschuss. Puschasch. Keine Ahnung, was in diesen Kerl gefahren ist. So ein Tor musst du erstmal machen. Auch wenn wir hier in der Serie B sind. Ihr habt es schon in den Kommentaren richtig gesagt. Ja, da wurde ich schon gefragt. Moment mal. Spielt dein Verein nicht in der Serie A? Ja, rein theoretisch ja. Aber wir haben ja schon eine ganze Saison hinter uns. Und da sind die wahrscheinlich in Italien abgestiegen und somit in Serie B. Und damit sind wir jetzt bei denen in der Serie B. Aber diese Parade und dann aber dieser Schuss. Meine Güte. Der Stürmer vorne hat es auch gar nicht so richtig mitgekriegt. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Das ist ja Traumtor. Hier, Außenriss, Pass, da vorne in den Sturm. Dann der Schuss, die coole Parade. Und dann dieses Ding. Aus 14, 15 Metern. Und da jubeln sie zurecht mit der Kamera. Er steht 1-0 in der 27. Minute. Also haben wir noch so ungefähr gleich eine Viertelstunde zu gehen in Halbzeit 1. Wow, was für ein Tor. Da kommt wieder der lange Pass da vorne rein. Jetzt die Flanke, dann der Kopfball. Aber leider, leider nicht drangekommen. Schade, schade. Passiert noch irgendwas? Jetzt noch Druck machen? Nee, ich glaube, die spielen das da hinten ganz sicher jetzt raus. Und ja, noch 10 Minuten zu gehen in Halbzeit 1. Also bleibt mal gespannt, ob noch was passiert. Und sonst sehen wir uns einfach in Halbzeit 2 auch wieder. 40. Minute. Jetzt kommt die gegnerische Mannschaft. Da kommt der Ball. Da kommt der Ball. Oh, wir schießen das Ding einfach weg. Aber das Tor ist leer. Oh, er kommt nicht zum Nachschuss. Wow. Ich dachte, wir könnten den in die Hand nehmen. Aber wir schießen ihn gleich direkt weg. Und leiten auch so den Konter ein. Guckt euch das an, was wir hier machen. Der Ball in die Mitte. Dann wieder über außen. Jetzt müsste die Flanke kommen. Die Flanke müsste kommen. Sie kommt nicht, aber der Ball kommt trotzdem an. Jetzt nach hinten. Und jetzt wird geschossen aus der Entfernung. Schade. Und dann der Nachschuss. Und das ist das 2-0 durch Imello. Dass dieser Ball drin ist und dass das kein Abseits ist, da gucken wir jetzt erstmal gleich drauf. Und er locht ihn ein. Ganz richtig gesehen. Hier sehen wir das nochmal. Dann nach hinten.
Dann dieser Schuss. Ne, natürlich kein Abseits, hinten steht nur einer. Und dann ist der Ball locker flockig drin. Es sah aus der Kameraperspektive, die ich vorhin hatte, aus viel schlimmer aus. Aber da stand noch jemand. Hier sehen wir es gleich. Ja. Und von daher, hier aus dieser Position, kein Problem. Das ist das 2:0 in der 49. Minute. Und damit dürfte Halbzeit sein. Und so ist es auch. Der Schiri pfeift gerade ab. Halbzeit, 2:0 Führung. Meine Güte, wenn wir im Tor sind, dann siegen wir. Wir sind auf der richtigen Spur. Das war genau der richtige Wechsel. Serie B ist für unser Niveau gerade noch ganz gut. Und dann steigen wir nächstes Jahr auf Serie A. Und dann gucken wir, was wir in diesem Verein mit in der Serie A eben mit Benevento hinkriegen. Also, jetzt fangen wir an mit Halbzeit 2. Halbzeit 2 fängt ganz anders an als die erste. Denn der Gegner ist rausgekommen und versucht Druck zu machen. Und jetzt müssen wir nachlegen. Jetzt das 3:0, dann knickt der Gegner doch so langsam ein. Ja, wunderbar. Das ist Einwurf für uns. Und wenn das Ganze hier schnell läuft, nimm dir doch den Ball. Ah, schade. Das hätte was Schnelles werden können, aber er ist am Ball vorbeigerannt. Mensch, Mensch, Mensch. Und jetzt die Flanke. Jetzt die Flanke. Und jetzt der Kopfball. Nee, das ist die Rückgabe. Wow. Das aus der Position. Und jetzt der Schuss. Schade. Leider, leider nicht am Gegner vorbeigekommen. Spannende zweite Halbzeit wird uns, glaube ich, hier erwarten. Denn der Gegner kommt sehr gut raus. Und wir müssen nur noch die Chancen dann nutzen zum Kontern und dann ein Tor machen. Und dann, denke ich, ist der Deckel auf dem Topf mit einer 3-Tore-Vorsprung bei noch einer halben Stunde zu gehen. Also hoffen wir, dass das noch alles so klappt. 65. Minute. Ich hätte gar nicht weggehen müssen, denn das ist direkt dahinter. Und jetzt die Flanke. Schade, da ist keiner. Ah, aus dem Rückraum kommt auch keiner. Wenn da jetzt natürlich jemand gestanden wäre, der hätte abziehen müssen. Und dann wäre das Ding hoffentlich auch drin gewesen. Aber 70. Minute ist jetzt. Wow, was für ein Spiel. Was für Wochen hier in Italien. Da kommen sie auch schon. Da kommt der Schuss. Gut abgeblockt mit zwei Mann. Und jetzt. Nee, es wird kein Konter, von daher, nee, das wird gar nichts. Schade. 80. Minute, der lange, lange Ball nach da vorne, aber der Gegner kann ihn kontrollieren. Schade, 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 schade. Aber, wie gesagt, ich denke, 80. Minute, so langsam dürfen wir davon reden, dass wir hier eigentlich ja schon, ich will es noch nicht aussprechen. Nee, ich spreche es nicht aus. Eigentlich müssen wir diese drei Punkte jetzt mitnehmen. 85. Minute, jetzt knallt er das Ding weg. Ich denke, da passiert eigentlich nicht mehr großartig was. Doch, da passiert ein ganz großer Fehler von der Abwehr. Jetzt sind da aber zwei alleine. Aber es bringt alles Zeit. Es bringt alles Zeit. Und dann würde ich sagen, wir dürfen uns beglückwünschen. Denn jetzt ist 90. Minute, es kommt auch keine Nachspielzeit. Er lässt noch diese Chance laufen, aber die ist auch schon dahin. Er pfeift ab. 2:0 gewonnen gegen Brescia Calcio. Und wir gucken gleich, was unsere Gegner alle machen. Alle, die oben mitspielen, gucken wir jetzt, wer was tut. Ja, ich habe gerade gemerkt, der letzte Satz gerade eben, das war ja völliges Kauderwelsch, der was tut, also der was getan hat. Meine Güte. So, ich bin schon so nervös. Bologna gewinnt 2:0. Delfino Pescara, ich weiß, die sind ein bisschen weiter weg, spielt aber auch nur 1-1, das heißt, die sind noch weiter weg. Und das wird echt ein Dreierkampf da oben. Jetzt schauen wir, wo ist der andere Verein? Crotone gewinnt auch 1:0. Also alle drei Mannschaften da oben gewinnen und gehen immer weiter von den anderen Plätzen weg. Also es wird hier ein Dreierkampf um diese zwei Plätze, die es gibt. Bologna und Crotone sind beide auf Platz 2 sozusagen, laut Tabelle. Steht bei beiden 1:1, 1:2, meine Güte, ich weiß schon gar nicht mehr, was hier Sache ist. Und wir sind Tabellenführer und dann schauen wir mal, gegen wen wir als nächstes müssen. Und wir stehen beim nächsten Mal direkt weiterhin in der Startausstellung. Dankeschön, Dankeschön. Und dann schauen wir mal, was denn hier so die Zeitung schreibt. Da sehen wir das nochmal. Früher Treffer reicht für Sieg. Das war aber auch das Traumtor. Ihr könnt mal Hashtag Traumtor Puščas in die Kommentare schreiben, wenn ihr meint, dass dieses Tor, ja, ein Traumtor ist oder zumindest Tor der Woche oder vielleicht auch Tor des Monats werden könnte. Also, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Bis denn, ciao und tschüss, euer Micha. Bye, bye.